Radio PSR. Erstmal herzlich willkommen. Also, ja. Also vorstellen brauche ich dich eigentlich gar nicht. Dich kennt ja jeder hier. Also, auch das würde ich nicht sagen. Also kannst du ruhig tun. Also Wolfgang Lippert kennt man aus dem Fernsehen seit gefühlten 30 Jahren, aber es ist nicht ganz so lange her. Ich glaube, seit 80er Jahren machst du Fernsehen, ne? Ja, du 1983, bist, so ging's los. Theater, du singst. Erna kommt natürlich, der Riesengassenhauer damals gewesen. 82 war das, glaube ich. Ne? Ja, genau. Hat Arndt Bause geschrieben, ein Leipziger. Richtig, der ja. Papa von Frau Bauer. Papa von so Inga erlebt leider nicht mehr. Erkennt auch jeder, wenn du so über die Straße gehst, wahrscheinlich kommt da öfter mal so, Herr Lippi. Ja, ganz interessant ist das. Also manche Leute sagen Herr Lippert, manche Lippi, also die mich jetzt irgendwie länger kennen. Es passiert mir oft, dass mich junge Leute begrüßen, die ungefähr so 30 sind. Mhm. Also seid ihr ja noch nicht. Aber doch, die dann auf mich zukommen und sagen, kannst du dich noch an mich erinnern? Und dann weiß ich echt nicht so richtig, no? Und dann sagen die, na, ich war in deiner Kindersendung. Ich habe ja mal eine Kindersendung gemacht vor vielen Jahren, Hey Du hieß die, und die sind jetzt 30 und das ist ein Geschenk. Ich freue mich darüber, wenn du in eine andere Generation hinein... Aber fühlt man sich da nicht ein bisschen alt? Ja, man fühlt sich so alt, wie man ist, eben ein bisschen älter als die 30-Jährigen. Also Wolfgang Lippert, wann hast du deine erste Fernsehsendung im DDR-Fernsehen gemacht? Ich glaube, das war 1983. Ja, 83. Oh, kannst du dich da noch dran erinnern? Ja. Also ich war Gast einer, mit Erna kommt übrigens, und das Lied wollte ich damals gar nicht singen, weil Arndt Bause, der hat mir das auf Sächsisch vorgesungen und er kannte damals nur diese beiden Worte, Erna kommt. Und er hämmerte auf seinem Klavierraum und sang an irgendwelchen undefinierbaren Stellen, Erna kommt, Erna kommt. Und da habe ich zu ihm gesagt, Arndt, bitte sei nicht böse, aber ich denke nicht, dass dieses Lied für mich geeignet ist. Ja. Und ich habe es glücklicherweise gemacht, ich wäre schön blöd gewesen, wenn ich es nicht gemacht hätte. Ja. Es war ein Traum und ich bin dankbar dafür. Das war mein Einstieg und dann war ich, also mit Erna kommt in einer Kindersendung, die Hey Du hieß und von einem anderen Moderator moderiert wurde, Arnold Fritsch. Mhm. Und die Regisseurin beobachtete, dass die Kinder alle zu mir kamen und wir erzählten uns Witze und machten Blödsinn und so. Und da fragte sie mich nach der Sendung, ob ich Lust hätte, diese Sendung zu moderieren. Oh. Und da habe ich damals zu ihr gesagt, sei nicht böse, Ingelore Krause heißt sie, sie gibt es immer noch, habe ich gesagt, sei bitte nicht böse, aber ich kann keine zusammenhängenden Sätze reden. Und da hat sie gesagt, das kann man üben. Und dann habe ich angefangen und habe mir wirklich in Wahnsinn. Die Hosen gemacht. Auf der Insel Rügen war meine erste Sendung in Barbe. Mit einem angeklebten Bart, mit Mastix, das ist so ein komisches Zeug aus, weiß ich nicht, das stinkt furchtbar. Und dann waren da alle möglichen Bands und Pudis etc. etc. Und das war so der Einstieg. Oder ich freue mich sehr auf Rainer. Ich bin ein ganz so romantischer Typ und wir haben schon einen Baum und wir werden den schmücken und wir werden da alle rumsitzen. Alle Meine Geschenke schon Schwiegereltern sind da. Ja, alle Geschenke dabei. Ganz fleißiger. Wir sind alle auch nicht so üppig. Wir schenken so übers Jahr, was uns so gefällt. Wahrscheinlich ist und es muss jetzt nicht unbedingt dieser eine Tag sein. Also aber ohne, ganz ohne sollte man nicht kommen. Kann eine Kleinigkeit sein. Wir fragen an der Stelle ja auch gerne mal, was gibt's bei euch dann zu essen? Wahrscheinlich. Nee, Ente. Hallo, Ente. Aber am ersten Feiertag, ne? Heiligabend. Ja, ja. Heiligabend wahrscheinlich ohne Würstchen und Kartoffelsalat oder sowas. Ja, aber mit Sauerkraut und Rostock, ich kann ja nicht mithalten. Nee. Aber ich freue mich auf die ausgedehnten Spaziergänge, denn da oben, wir haben so einen kleinen Köter, so eine französische Bulldogge, die wenzt immer vor und wieder zurück. Und sieht ein bisschen aus wie ich, von hinten allerdings. Ja, oh Gott, ohne Brille dann. Gott. So, auf Rügen dann demnach. Ja, ja, klar. Also du wohnst, seit wann wohnst du jetzt auf Rügen? Also seit, eigentlich sind wir vor 5 Jahren da so richtig hingegangen, aber eben immer nur zur Hälfte. Also die Saison beginnt im Mai, die Störtebeker Saison, und endet im September und wir bleiben bis Oktober. Meine Frau hat, wie gesagt, ein Restaurant, das bleibt ein bisschen gut. länger, ist auch in Ralswiek dort, Hessriff. Und dann geht der Ernst des Lebens wieder los, sage ich. Dann geht meine normale Arbeit weiter, die Fernseharbeit oder andere Dinge, Studio, Platte etc. etc. Aber Rügen, das haben wir gerade schon, als die Musik lief, schon so ein bisschen, haben wir drüber uns unterhalten. Ja. Das ist so ein bisschen so dein Ruhepunkt, dein Fixpunkt jetzt geworden. Ja, ne? Ja, kann man so sagen. Rügen ist wirklich ein wunderschöner Ort und eine Insel hat natürlich ein ganz besonderes Flair. Ja. Man ist weg vom Festland, man ist dort anders. Die Insulaner sagen immer, wenn ich 14 Tage weg bin und den Rügendamm nicht sehe, dann wird mir immer ganz komisch zumute und mir wird es auch langsam so. Fühlst du dich jetzt schon als Insulaner? Naja, nun ist das schwer. Man muss eine Menge Salz miteinander gegessen haben, bis man wirklich einer wird, weil die Leute sind schon enger zusammengerückt als in so einer Großstadt, logisch. Ja. Aber es gibt viele Freunde, die wir da haben und wir sind, glaube ich, ganz, ganz gut akzeptiert da. Ja. Aber erstmal, man lässt das langsam angehen dort.